erkenne den Lügner. Wir werden Eva jetzt ein bisschen pranken. Was ist denn so aus meiner Kindheit vielleicht noch? Felix ist immer noch ein Kind. Auf jeden Fall haben wir uns versteckt vor den Lehrern. Und die haben da gefühlt so einen Suchtrupp losgeschickt. Du bist das. Felix lügt! Was? Hey Leute! Was geht? Herzlich willkommen zum Spiel mit mir und herzlich willkommen zu einem niegelnagelneuen Video. Und zwar lautet dieses Video: Erkenne den Lügner. Das heißt, unter uns wird sich irgendwie ein Lügner befinden. Eva ist es nicht, das kann man schon mal sagen, denn Eva erkennt den Lügner, ja? Genau, das heißt, wir werden zwei Runden gleich spielen. Jeder von uns hat im Prinzip entweder zwei Lügen oder ein Herz. Egal, ihr habt das schon verstanden, ne? Lügner, nicht Lügner, nicht Lügner. Okay. Zum Beispiel. Oder andersrum, wie auch immer. Ja? Mhm. Ja. Und ich entscheide dann, ob es die Wahrheit ist oder ob es gelogen ist, Leute. Richtig. Und da bin ich mal gespannt, ob du das richtig entscheiden willst. Dann gehe ich mal auf meinen Platz, Leute. Läuft? Okay, ja. Okay, gut. Also. Ja, okay, also Leute, das hier haben wir jetzt schon vorher aufgenommen, weil Eva kommt gleich, deswegen müssen wir uns ein bisschen beeilen. Mhm. Wir haben ja extra gedacht, wir drehen ein bisschen später. Das sind alles Lügengeschichten, denn wir werden heute wirklich lügen, also jeder von uns. Es gibt keine Wahrheit hier heute in diesem Raum. Geprankt. Die einzige Wahrheit ist, dass wir lügen. Genau, wir haben per ChatGPT hier so ein paar Lügengeschichten rausgesucht. Also der ChatGPT hat das für uns rausgesucht. Und nichts ist davon wahr, nichts stimmt. Wir haben uns das nicht mal selber ausgedacht, ja? Danke an ChatGPT an dieser Stelle. Ja, wir werden Grüße Eva gehen jetzt. Raus. Grüße gehen raus. Wir werden Eva jetzt ein bisschen pranken. Ja. Und ihr wisst jetzt schon mal Bescheid. Okay, Leute, ich bin mega gespannt auf die Stories. Ich habe mir extra was zu trinken mitgebracht. Dann mal gucken, ob ich den Lügner, beziehungsweise, nein, ich suche ja zwei Lügner sogar, ob ich die Wahrheit erkenne. Ich würde sagen, Felix, fang du mal an. Was hast du mitgebracht? Hallo. Mal gucken, ob ich die Geschichte noch nicht gehört habe. Ich glaube nicht, die habe ich noch nie erzählt. Mhm, okay. Ich habe so ein bisschen nachgedacht, was ist denn so aus meiner Kindheit vielleicht noch? Okay. Meine Kindheit ist natürlich lang, da passieren viele verrückte Felix Dinge. Ist immer noch ein Kind. Ja. Und da ist mir nämlich was eingefallen. Ich weiß nicht, was du auf jeden Fall über mich weißt, ist, dass ich ja Frösche liebe. Und das hat tatsächlich auch schon in der Kindheit angefangen. Ich komme ja vom Dorf, da hatten wir auch so, ich weiß nicht, ob das in der Stadt anders sind, aber bei uns auf dem Dorf, da gibt es ja auch Bäche und sonst irgendwas, ne? Und da haben wir da auch mal so Kaulquappen gesammelt oder Frösche. Sollte man nicht unbedingt tun, eigentlich Tiere, sollte man auch einfach in Frieden lassen. Auf jeden Fall, wir haben Frösche auch manchmal gesammelt und ich habe mir dann überlegt, den könnte ich doch, den lieben Froschfreund, mit in die Schule nehmen. Hatte ich dann einfach mal gemacht. Und dann im Biologieunterricht, das war nämlich auch gerade so Thema mit Fröschen und sowas, habe ich den einfach mal dann auch rausgelassen. Das ist dann natürlich ein bisschen eskaliert. Okay. Der ist komplett durch die ganze Klasse durchgehüpft und gab dann natürlich auch ein bisschen Ärger, aber ist auf jeden Fall eine sehr lustige Geschichte, die mir passiert ist. Okay, ich lasse das erstmal mit den Fragen. Ich habe dazu definitiv Fragen. Aber ich würde mir erstmal die anderen Geschichten anhören und dann nochmal zu euch zurückkommen. Okay, Elli, was hast du für mich? Ich? Okay, dann komme ich mal einen Tucken voran. Genau, also ich habe tatsächlich auch eine Geschichte, das war jetzt nicht, ich weiß gar nicht, das war in einer... Es müsste auch so. Kindergarten? Nee, es ist diesmal keine Kindergartengeschichte. Es müsste so in der 6. Klasse gewesen sein. Da haben wir einen Ausflug in so ein Maislabyrinth gemacht. Das gibt ja hier auch in Umgebung. Das war, ich muss jetzt ja nicht den Namen von dem, also vielleicht später, wenn der Name wichtig ist. Wir waren im Maislabyrinth und ja, mit der Klasse halt. Und dann war es halt so, dass wir als Schüler auf die Idee gekommen sind, uns zu verstecken. Was ja auch in so einem Maislabyrinth kann man ja auch gut machen. Wir haben ja auch damals mal Verstecken gespielt im Maislabyrinth. Naja, auf jeden Fall haben wir uns versteckt vor den Lehrern. Was dann zur Folge hatte, dass die uns halt nicht mehr gefunden haben. Das heißt, unser Versteckspiel war sehr erfolgreich. Ja, es war dann so, dass die uns irgendwie über eine Stunde gesucht haben. Die waren schon mega sauer und richtig genervt. Und die haben da gefühlt so einen Suchtrupp losgeschickt. Also da kam was weiß ich wie viele Lehrer hinterher. Und die haben auch sogar schon die Eltern angerufen, also sie waren wirklich richtig sauer. Naja, über eine Stunde hat es gedauert, bis sie uns endlich gefunden hatten und das war auch so dann erstmal. Jedenfalls in dem Jahrgang, beziehungsweise es war, was hatte ich, fünfte, sechste, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, egal. Fünfte Klasse war auf jeden Fall der letzte Ausflug erstmal. Den nächsten hatten wir erst irgendwie in der 7., weil die Lehrer gesagt haben, mit der Klasse nicht nochmal. Ja, okay. Ich halte das Mikrofon so, als würde ich einen richtigen Vortrag halten. Alles klar. Dia, was hast du? Hast du mir was mitgebracht? Ich habe nichts als die Wahrheit. Natürlich. Okay. Nein, Leute.
Also, meine Geschichte ist tatsächlich auch was aus der Kindheit. Das war so, damals war ich noch ziemlich schüchtern als Kind. Also, ja, ich war sehr, wie soll ich sagen, introvertiert. Mhm. Und ja, man kann es ja, okay. Man kann es sich schwer vorstellen. Es ist leid. Hallo? Nein, Einspruch. Nein, ich war wirklich als Kind ziemlich schüchtern und so. Und naja, dann war es halt so, ich weiß nicht ganz genau, wie alt ich war. Ich glaube, ungefähr so 10, 11, 12 Jahre. Da war auf so einem Sommerfest ein Kuchenwettbewerb. Und ich liebe Kuchen. Und ich habe da einfach irgendwie mitmachen dürfen, warum auch immer. Das war irgendwie so spontan. Habe ich da halt mitgemacht. Das Krasse war halt, da haben halt richtig auch so erwachsene Leute mitgemacht, ne? Also ich war, glaube ich, die Jüngste, die da halt mitgemacht hat. Und ich habe diesen Kuchenwettbewerb gewonnen. Also ich habe in der kürzesten Zeit am allermeisten Kuchen gegessen, habe diesen Kuchenwettbewerb gewonnen. Und das Witzige dabei war, dass der Preis war tatsächlich ein Schokokuchen. Ja, also okay. als hätte ich mich schon, reinpassen, ja, genau, als okay, hätte ich Leute. Mich schon genug Kuchen gegessen, Leute. Ja, habe ich dann halt noch mehr Kuchen geschenkt bekommen. Mhm. Und genau da haben sich dann meine Eltern, Familie und so sehr darüber erfreut. Und ja, das ist meine Geschichte. War schön, ja. Mehr Kuchen ist ja, immer mehr. Ja, mehr ist mehr. Alles klar, okay. Klingt alles erstmal sehr faszinierend. Elli, ich hätte als erstes mal Fragen an dich. Yes, please. Also hattet ihr Handys dabei? Konnten euch die Lehrer anrufen? Oder wie war das? Nee, wir hatten keine Handys dabei. Zumal ich hatte auch in der 5. Klasse noch gar kein Handy. Mhm, richtige Antwort. Ich glaube, wir alle hatten da noch gar keinen. Also, okay. Wir hatten zwar so ein, zwei, die coolen, die schon ein Handy hatten, ja. Da irgendwie, das Sony Ericsson damals da irgendwie. Ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt, by the way. Aber genau, wir hatten da gar keine Handys und die beiden, die halt eins hatten, die durften das halt auch gar nicht tatsächlich mitnehmen. Mhm. Weil als sie das neu hatten, dann war man da so viel, die waren eh nur am Handy und das durften die dann auch gar nicht mitnehmen. Stimmt, hat man mal Snake gespielt. Ja, das war so cool, Leute, das kennt ihr bestimmt gar nicht mehr. Noch mehr, oder? Ja, ich überlege gerade. Nee, okay, das reicht mir, glaube ich, erstmal. Das war so das, was mir so als erstes so, okay, wenn, da könnte ich dich mit aufs Glatteis führen. Mhm. Aber das klingt erstmal logisch. Okay, dann Felix. Mit deinen Froschfreunden. Das klingt wirklich wie sowas, das würdest du machen. Das hattest du so wahrscheinlich so im Fernsehen gesehen. Oh, die haben das im Fernsehen erstmal. Ich mache das jetzt auch. Ich bringe meinen Freund mit. Was gab es denn für Konsequenzen? Was war denn so die Strafe, die du bekommen hast? Wurde halt gesagt, das soll man nicht machen. Also so eine richtige Strafe gab es jetzt, glaube ich, nicht. Also, weiß nicht, war ja auch lustig eigentlich. Aber das war noch in der Grundschule dann? Nee, Grundschule hat man ja keinen Biounterricht. Das war so, weiß nicht, wann macht man das mit Fröschen, so mit Metamorphose und sowas, 5., 6. Klasse? Boah. Ich habe eine Frage, was ist Metamorphose? Die Kaulquappen, die sich ja in Frösche verwandeln oder Raupen in Schmetterlinge. Die Verpuffung und so. Ich hatte anscheinend die Biounterricht. Okay. Kann sein, dass es eine Strafe gab, dass wir wahrscheinlich irgendwie Schulordnung abschreiben oder sowas. Also das war jetzt nicht so krass, dass ich mich jetzt groß dran erinnere. Wie haben deine Mitschüler so in deiner Klasse reagiert? Es gibt wir waren 30 Kinder, gibt natürlich verschiedene Reaktionen. Gibt natürlich die einfach geschrien haben, so, oh mein Gott, Frosch. Oder einfach nur schreien, rausrennen. Andere fanden es halt super lustig. Gab ja verschiedene Reaktionen drauf. Ich habe mir schon ein bisschen Sorgen um den Frosch gemacht, als er losgehüpft ist, dass der jetzt nicht irgendwie verletzt wird oder sowas, wenn da halt Leute panisch rumlaufen oder so. Achso, Frage dazu noch. Wer hat den Frosch denn wieder eingefangen? Du selbst oder? Hab ich selbst wieder eingefangen, ja. Hast du den gut dressiert? Nee, der ist ganz schön glitschig und rumgesprungen, aber das habe ich schon hinbekommen. Okay, gut. Good job. Okay, dann nochmal Fragen an dir. Ja. Welche Sorte Kuchen hast du denn gegessen? Ich glaube, das war Himbeersahnetorte. Klingt gut. Genau, aber gewonnen habe ich Schokokuchen, das gewonnen weiß ich. Gewonnen hast du Schokokuchen, Boah, es ist alles, es könnte halt, ich bin jetzt am Überlegen. Weil ich muss ja jetzt einen von euch rauswählen als erstes, ne? Eine Geschichte, die... Das war schon mit den Fragen. Ja, ich bin am Überlegen, ob mir noch was einfällt, weil das könnte halt so gut... Was gab's denn auf der... War das eine Kirmes oder was gab's da sonst noch? Das war so ein Sommerfest, also so ein Stadtfest. Da gab's ein bisschen so Flohmarkt und... Man konnte sich was zu essen holen und so. Und hast du danach noch weiter an Essenswettbewerben teilgenommen? Oder war das dein eines großes Event?
Nee, also ich weiß auch nicht deine so Karriere genau. Deine Karriere als professionelle Wettesserin. Nee, also ich habe, ja lustigerweise waren wir ja schon länger da auf diesem Fest und so und ich habe vorher noch Crepe gegessen und so. Also ich hatte schon eigentlich schon... Gute Grundlage. Schon eine gute Grundlage, sage ich jetzt mal. Mhm. Und ja, ich habe es mir auf jeden Fall an dem Tag sehr schmecken lassen. So, ich bin jetzt tatsächlich, ich bin am Überlegen. Also ich will ja jetzt ein, also zwei von euren Geschichten sind ja gelogen. Nur eine ist tatsächlich wahr. Das könnte alles wahr sein. Es könnte alles wahr sein. Es ist alles realistisch. Aber es ist alles auch irgendwie nicht schwierig. Es ist mega schwer. Bei Felix, es könnte halt wirklich gut sein mit dem Frosch. Das würde ich erstmal safe sagen. Das halte ich für tatsächlich am realistischsten. Und dann habe ich bei euch beiden, ich bin mir nicht sicher, wie lange es halt diese Maislabyrinthe schon gibt. Elli, kannst du mir eine Jahreszahl dazu sagen? Nochmal so als Zahl. Das oder große gab Problem es ist einfach nur, dass ich nicht rechnen kann. Ja. Ich war in der fünften, 2006, 2007 müsste das gewesen sein. Ja. Weil ich und Rechner, also ich bin da ganz, ja, Felix hat's gesagt, was? Ich weiß es überhaupt nicht. Doch, nee. 2006 oder 2007 wahrscheinlich, so die Richtung. Wie auch immer. Ach, die Zuschauer denken sich, da bin ich geboren gerade wahrscheinlich. Oh je, also es könnte halt auch sein, sowas machen, besonders... Waren denn alle von euch verschwunden oder sind auch welche, haben welche vorne noch gewartet? Weil das ist ja, man kann sich da halt so mega gut verstecken. Es macht halt komplett Sinn. Es hat sich schon die ganze Klasse versteckt. Okay. Man muss dazu sagen, das habe ich eben nicht gesagt, ich weiß nicht, ob es wichtig ist, dass halt an dem Tag auch nicht die ganze, also nicht alle waren da. Ich glaube, zwei waren krank und eine Person hatte anscheinend keinen Bock, die ist ja nicht gekommen. Also kennt man. Ja, aber trotzdem hat die ganze Klasse tatsächlich, das war mal einer der wenigen Aktionen, wo die ganze Klasse, das war halt das Witzige und das Krasse daran, weil alle mitgespielt haben. Okay. Selbst die Streber. Boah, ich entscheide mich, es ist wirklich tatsächlich, ich kann so an nichts wirklich festmachen. Ich entscheide mich für Dia und sag Dias Geschichte ist gelogen. The cake is not real. The cake is a lie. Not cake. The cake is a liar. Okay, du musst es auflösen, weil sonst, wenn die Geschichte wahr ist, dann habe ich ja tatsächlich schon verloren und das Video ist vorbei. Ja. Yeah. Die Geschichte ist... Trommelwirbel. Gelogen. Ja, yeah! Okay, ich habe... Okay, cool. Ja, ich hab nicht so viel Kuchen gegessen, Leute. Hätte ich wohl gerne. Hätte sie gerne. Wegreißen. Ja, ja. Da haben sich unsere Autoren was ganz anderes aus. Verschwinde! Verschwinde von hier! Gut, dann machen wir weiter mit zwei weiteren Geschichten von euch. Ja. Genau, es gibt zwei neue Geschichten, damit das ein bisschen spannender bleibt. Dia ist weg. Ihre Geschichte war tatsächlich gelogen und eine von euren auch tatsächlich. Ich bin mir nicht sicher, ob das mit dem Labyrinth gelogen war oder das mit den Froschis. Es war ein Frosch, ne? Ja, ein Frosch. Es war keine Froschfamilie. Es hätte bei dir auch eine Froschfamilie sein können. Also, okay. Dann schauen wir mal. Was habt ihr? Ihr erzählt jetzt neue Geschichten, ne? Korrekt. Okay, gut. Von denen auch wieder von der gleichen Person, die Lüge ist. Ist die gleiche Person. Genau, die gleiche Person lügt nur und die gleiche. Wahrheit, okay. Die andere lügt nur. Alles geklärt. Du bist es. Felix lügt! Was? Nein. Ich hab gar nichts erzählt. Nein. Ich wollte gucken, ob ich das Ganze triggern kann. Ich würde sagen, fängt dieses Mal Ellie an. Okay, alles klar. Yes, also, ist halt auch eine, ja, ich sag mal so Kindheitsgeschichte. Da war ich bei meiner Freundin und habe da bei ihr übernachtet, wie man das halt so gemacht hat, so am Wochenende, das war immer so das Highlight. War es Melody? Dann durfte man, nee, es war nicht Melody, es war Lena heißt sie, hieß sie auch noch heute Freundin, Grundschulfreundin. Naja, auf jeden Fall, genau, Übernachtungsparty, man hat die Eltern überredet, darf ich bitte bei ihr schlafen? Naja, auf jeden Fall haben wir dann, also habe ich bei ihr übernachtet. Das Highlight war, das war halt im Sommer, wir wollten unbedingt zelten oder halt campen und dann haben wir halt, das war halt ganz süß von den Eltern, haben die wirklich ein Zelt für uns aufgebaut, so ein kleines Mini-Zelt im Garten von denen. Die hatten nämlich ein großes Haus und halt auch einen Garten. Das war natürlich das Highlight, dass wir da im Garten zelten durften für eine Nacht. Ja, wir haben uns das halt richtig cool daran gemacht, haben gegessen, bla 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 bla. Naja, auf jeden Fall, abends haben wir uns dann, wie das halt auch so ist, als Kinder so ein paar so Gruselgeschichten erzählt. So, ja, ich habe mal gehört, hier der große Bruder von dem und dem hat das und das erzählt, so und so und so. Naja, meine Freundin ist halt da so ein bisschen furchtloser und ich bin bis heute noch ein Schisser. Wenn es drauf ankommt, bin ich immer ein Schisser, ne? Und da war das halt auch so, da hatte ich auch echt ziemlich Angst, aber ich wollte mir das nicht so anmerken lassen. Naja, dann haben wir uns diese Gruselgeschichten erzählt.
sind dann irgendwann schlafen gegangen. Das war, was weiß ich was, es war glaube ich 21 Uhr oder so, weil ne, wir waren halt noch jung und so. Ja, so lange durften wir irgendwie auch nicht wach bleiben und wir waren noch müde. Auf jeden Fall hatten die halt auch einen Hund. Die hatten halt auch einen Hund. Und da weiß ich noch, der lief halt draußen auch rum. Ich weiß jetzt im Nachhinein, in dem Moment, ich hatte so Angst, weil ich war halt so halb wach, halb am Schlafen. Das war mitten in der Nacht, dann habe ich halt nur so einen Schatten gesehen am Zelt und habe halt Geräusche gehört. Und ich hatte so Angst, aber das Problem an der Geschichte war, ich wollte es mir nicht anmerken lassen, weil ich mich von meiner Freundin nicht blamieren wollte. Und dann habe ich da in diesem Zelt gelegen und habe halt fast geheult. Und ich hatte so Angst, bis meine Freundin irgendwann wach geworden ist, und also Lena, und mich gefragt hat, was los ist. Weil ich die ganze Zeit und da so rum. Naja, und dann hatte ich halt, dass ich halt Angst habe, habe ich es halt zugegeben. Und dann hat sie halt gelacht und hat halt direkt gesagt, dass es der Hund ist. Und dann, ja, war das halt, es ist bis heute immer noch ein bisschen peinlich. Wir reden heute immer noch darüber. Das ist halt die Horror-Hunde-Geschichte. Der Hund hat halt nichts gemacht. Er ist ein ganz, ganz süßer gewesen. Ja. Wauzi. Wauzi, ein süßer. Den gibt's aber leider nicht mehr. Den gibt's leider nicht mehr. Einmal kurz ruhig. Das ist ja auch. Nein, Leute, das Kinder, ist. Also, Leute, das ist. Ist normal. Also, ist 15 Jahre her mindestens. It's been a while. Genau. Ja. Der hieß übrigens Clark. Ja. Clark? Nur wenn du jetzt gesagt hättest, Lindy, dem Hund geht's gut, dann hätte ich gesagt. Ah, da ist was, da passt was nicht, ne? So, ich muss hier ja die Lügen entlarven. Free Clark. Ich muss ja die Lügen entlarven hier. So, meine zweite Geschichte. Mhm. Oh je. Also, wir bleiben mal thematisch so ein bisschen. Ich habe mich so, wie die eine eingefallen ist, dachte ich, erzähle ich die andere auch noch. Mhm. Nämlich, ich habe ja schon erwähnt, ich komme ja vom Dorf. Und den Bach habe ich ja schon erwähnt, der ist an Stellenweise ja noch ein bisschen größer, ich weiß nicht, ich kann das nicht so gut immer sagen, was ist ein Bach, was ist, also es ist noch kein Fluss gewesen, es ist halt ein bisschen größerer Bach. Wie nennt man das, ein Kanal? Was, der Elbslandkanal? Nein, es war noch kein Kanal, okay. So riesig war es noch nicht, es war halt so, da, Wasser. Ich sag jetzt, also da, wo wir auch immer, du weißt es nicht, aber wo wir auch mal mit den Hunden spazieren waren und sowas. Und da ist halt Froschen. Viel weit außerhalb so. Da ist auf jeden Fall auch Hast so ein du den Bach. Frosch behalten? Die Hunde sind da manchmal reingesprungen. Auf jeden Fall an der Stelle war das. Da in der Nähe, wie auch immer. Nein. Ach, ich komme ein bisschen durcheinander. Fang mit der Geschichte an. Also ich fange mit der Geschichte an. Okay. Und zwar, wir haben ein Floß gebaut. So, wir haben ein Floß gebaut. So aus Brettern und aus Plastikflaschen und sowas. Biber bauen doch kein Floß. So. Nächste Runde dann? Schweigen. Was bauen die denn? Wie nennt man das denn? Schaudämme bauen Biber. Dämme. Also. Dämme. Wir haben so einen Fluss gebaut, ja. Das haben wir dann auch da drauf gesetzt. Mhm. Und das, also ich war halt mit meinen Cousins und so. Wir sind dann auch drauf gegangen. Mit den Bros. Die Cousins. Cousins. Wir haben Fluss gebaut, halt so aus so Holzbrettern und sowas. Das hatten wir über Bauernhöfe, frag nicht. Mhm. Und so Plastikflaschen und sowas halt gesammelt, das zusammengebunden mit Seilen und alles. Wollen halt damit eine Floßfahrt machen auf diesem. Es ist halt, es muss halt größer sein als ein Bach. Ich weiß aber nicht die Bezeichnung gerade dafür. Wie auch immer. Sind dann draufgegangen, hat natürlich nicht besonders gehalten und wir sind alle halt reingefallen. Okay, gut. Wenn du jetzt nämlich gesagt hättest. Und da habe ich den Frosch gefunden. Nein. Wenn du jetzt gesagt hättest, das hat voll gut funktioniert und wir haben voll das gute Floß gebaut und das war mega stabil und wir sind 3 Kilometer damit gefahren und mussten dann abgeholt werden und niemand hatte ein Handy also, dabei. Nein, es war super cool. Also Handy ja eh nicht, da waren wir noch viel zu klein für. Also. Das Floß war schon cool, stabil, als wir es getragen haben, nur auf dem Wasser hat es uns halt nicht getragen, das war das Problem. Also, ich kann da nämlich mal meine Expertise zum Floßbau mit einfließen lassen. Ich habe nämlich schon öfter Flößer gebaut. Das ist schwierig und ich habe das bei so Workshops gemacht, wo das tatsächlich angeboten wurde und so als Teambuilding-Maßnahme. So in der Schule haben wir das gemacht. Also man muss dafür tatsächlich Material besorgen. Man kann das nicht. Man baut kein gutes Floß mit Sachen, die man einfach so rumliegen hat. Das funktioniert nicht. Man braucht halt wirklich gut Auftrieb dafür. Und mit ein paar Plastikflaschen ist es da halt leider nicht getan. Wir haben ordentlich Plastikflaschen gesammelt. Aber da brauchst du. Du brauchst da. Nee. Es hat ja nicht funktioniert. Ja, du brauchst da halt wirklich Kanister und so viel. Und am besten diese großen blauen Tonnen, diese Mülltonnen. Nein, die hatten wir aber auch. Oh! Jetzt, wo du es gerade sagst, hatten wir auch. Okay, dann weiß ich, dann habt ihr es falsch zusammengeknotet. Aber gut. Es ist halt auseinandergegangen. Also, wenn ihr mal sehen möchtet, wie wir ein Floß bauen, schreibt es uns gerne in die Kommentare. Dann gehen wir vielleicht mal irgendwo hin, wo man ein Floß bauen kann. Jetzt gerade so richtig Kindheitserinnerung, Nostalgie, diese blauen Tonnen, dass wir damit alles Hügel runtergerollt und sonst was. Mhm. Naja, egal. Erzähl weiter. Ich hab's einfach vergessen. Oh, richtig schöne Erinnerung. Oh, okay. Felix geht in seine Erinnerung zurück. Zurück in die blaue Tonne. In der Tonne. Floßbau, das falsch, fail. Und Zelten mit
auch Fail. Nicht wirklich Fail, aber Frage dazu. Du sagtest, es war 21 Uhr, dass ihr schlafen gegangen seid. Wann ist es im Sommer um 21 Uhr dunkel? Es ist nicht um 21 Uhr, also um 21 Uhr ist es noch nicht so dunkel. Aber seid ihr im Hellen ins Bett gegangen? Um 21 Uhr, ja. So ungefähr. Oh, ihr wart aber echt klein. Ja, wir waren, man war ja noch ja. so, ja, man war ja noch so, das ist ja, das war so dieses Alter, ja, komm, wir bleiben die ganze Nacht wach und dann ist man eh müde. Und dann liegt man um 21 Uhr im Hellen. Es war so, also ich weiß das mit 21 Uhr einfach nur, weil die Mama noch so mal, also meinte, wir sollen dann so langsam, na, es ist jetzt, also es war dann, glaube ich, irgendwie so um 8 hat sie gesagt, okay, so langsam jetzt schon mal rein, Zähne putzen und sowas alles. Wir könnten auch Bücher und sowas, nimmt alles mit raus, so und so. Ich meine, es war so 21 Uhr ungefähr, dass wir halt so ungefähr schlafen gegangen sind, aber ich bin ja dann in der Nacht halt aufgewacht, wo ich dann halt Angst hatte. Es war nicht um 21 Uhr. Okay, das war nicht um 21 Uhr. Gott, es ist schwierig. Mit dem Geisterhund, also ich kann mir das sehr unheimlich vorstellen. Was kann ich denn nochmal fragen? Was war das denn für eine Hunderasse? Boah. Der Clark. Wie kannst du ihn beschreiben, uns den Clark? Ich glaube, das war, also ich kenne mich sehr schlecht aus. Ich glaube, das war so ein, das war echt ein, das war, glaube ich, so ein Mix, so ein Labra und dann Labradudel oder sowas? Heißen die so? Es gibt Labradudel. Ich kenne mich wirklich sehr, sehr... Ja, also es war wirklich ein kleiner Hund, der war auch richtig süß. Also der war wirklich richtig süß. Also ich kenne mich wirklich ganz schlecht aus mit Hunden. Felix, was für einen Hund hattet ihr dabei? Ich habe überhaupt nicht von einem Hund gesprochen. Ah, gut. Ich habe gesagt, dass wir generell... Oh, jetzt hat Eva aber gelogen jetzt hier. Nein, ich habe gesagt, das war... an der Stelle, wo wir mit den Hunden spazieren waren, aber das ist halt für dich vollkommen irrelevant, weil du nicht weißt, wo das ist, wo ich aufgewachsen bin. Aber es war ein Golden Retriever. Okay, gut. Wie kalt war das Wasser, als ihr reingefallen seid? Es war nicht Sommer, also es war, ging halt schon so eher Richtung Herbst, es war schon kalt. Und selbst im Sommer ist es ja auch nicht super warm. Ja, ich wollte nämlich gerade sagen... Nee, wir hatten aber auch richtig Jacken, alles und sowas an. Ja. War ja auch nicht super tief dann in diesem... Bach. Okay, es klingt beides. Also ich habe an beiden Geschichten gerade so ganz krass Sachen auszusetzen. So. Wie bitte? Also bei Elli ist es so, Elli so, ja, der Labradudel, dieser kleine Hund. Also entweder, ich weiß, Elli, du bist kein Hundemensch so. Gar nicht. So, das kann halt auch sein, dass du einfach nicht weißt, was das für ein Hund war. Aber ich glaube so vor 15 Jahren hatte niemand einen Labradudel. Das gab es zu dem Zeitpunkt nicht wirklich. Und weil ich glaube, Barack Obama war so der Erste, der einen Labradoodle hatte. Und dann wollten alle Labradoodle haben. Und bei Felix ist so, ein Fluss ist immer kalt. So, ich komme auch vom Land. So, Flüsse sind egal zu welcher Jahreszeit. Auch im Hochsommer ist ein Fluss super, super, super kalt. Ja, aber du hast gesagt, es war nicht so kalt und wir hatten ja auch noch Jacken an. Nein, ich habe gesagt, es war schon kalt. Ja, es war schon kalt, aber es klingt beides so, ich tue mich mit beidem schwer. Ich würde gerne, dass du mir eine Zeichnung von dem Floß anfertigst, aber... Das geht jetzt nicht. Wie seid ihr nach Hause gekommen danach? Wir sind gelaufen, das war ja nicht weit weg von... Aber ihr wart alle nass. Ja, sollen wir fliegen? Ja, ich weiß nicht. Okay. Ich will nicht zu sehr ins Detail gehen, dass nachher das Haus aufgesucht wird, aber das ist halt nicht weit weg gewesen davon. Das ist okay. boah, ich sag, Ellis Geschichte ist gelogen, komm her. Ich entscheide mich jetzt einfach. Ich kann es nicht. Und? Okay, wir machen es kurz und knapp, die Auflösung. Mhm. Meine Geschichte ist tatsächlich gelogen. Ja. Beziehungsweise meine beiden Geschichten waren gelogen. Eva? Sehr schön. Du hast leider nicht gewonnen. Was? Auch meine Geschichte war gelogen. Hä? Also war Dias Geschichte doch wahr und ihr habt einfach weitergemacht? Nein. Dia hat auch gelogen. Was? Alles Lügen. Alles Lügen. Ihr seid in eurem Leben einfach nicht. Gelogen. Ich komme mal zu euch rüber. Wir haben alle gelogen. Also alle Geschichten, ihr habt keine einzige wahre Geschichte gehabt? Nein. Nee, wir haben uns vorher abgesprochen. Okay. Und das ist ein Prank. Ja. Und weißt du, wer auch involviert war? ChatGPT. Ja, ChatGPT. Der hat uns ein bisschen was gegeben. Wir haben dann selbst noch was dazu gesponnen. Ja. Wow. Deswegen waren diese Geschichten noch alle so extrem wundervoll. Ja, ich fand die wirklich richtig gut. Ich habe so viel Kuchen gegessen, dass ich mehr Kuchen gewonnen habe. Das war ein bisschen random, oder? Ich muss aber sagen, die letzte Geschichte mit dem Floß ist nicht 100% gelogen. Ich weiß die Details nicht, weil ich nicht dabei war, aber meine Vettern haben das tatsächlich gemacht. Oh, deine Vettern. Deine Vettern. Deswegen kenne ich halt die Details nicht, aber der Rest
war eigentlich alles wahr. Okay. Weil mit den blauen Tonnen hast du mich halt echt bekommen, weil das macht ja gar keinen Sinn, aus Plastikflaschen und blauen Tonnen so ein Ding zu machen. Nee, das macht alles keinen Sinn. Nee. Ja. Also Leute, ich wurde geprankt. War das schon der Rache-Prank vom letzten Mal oder war das noch... Vielleicht kommt da ja noch vielleicht. Was. Vielleicht. Okay, ich warte nämlich noch auf die Rache. Also vielleicht war es das noch nicht, Leute. Das ist die Rache, dass du es nicht weißt. Oh Gott. Leute, wenn es euch gefallen und Spaß gemacht hat, schreibt es gerne in die Kommentare, abonnieren, Glocke aktivieren, nicht vergessen und wir sehen uns beim... Und Daumen nach oben. Tschüss. Bye.